Er versteht mich. Er hört mir immer zu. Dann haben wir, Leute, ein Problem. Es regnet gerade. Vielleicht könnt ihr es hören. Die Bestandteile von Wasser sind Wasserstoff und Sauerstoff. Außerdem befinden sich im Wasser Nährwerte, die wir Menschen benötigen, wie Calcium, Magnesium zum Beispiel. Wasser heißt Leben. Nicht nur zum Trinken. Auch der menschliche Organismus besteht zum größten Teil aus Wasser. Wenn ich den Erlöser in meinem Denken auf die menschliche Ebene bringe, um mir zu sagen, er versteht mich, er hört mir immer zu, dann haben wir, Leute, ein Problem. Jesus war nicht verheiratet. Jesus hatte keine Kinder. Jesus ist keine Frau. Jesus wurde nicht sexuell missbraucht. Jesus hatte keine Krankheit. Jesus hatte keine Sorge um sich selbst. Jesus hatte keine Glaubensprobleme. Er hatte keine Probleme mit seinem irdischen Vater. Jesus hat im Umgang mit Satan die Macht. So kann das die ganze Zeit weitergehen. Es stellt sich aber die Frage, welchen Jesus ich kenne. Würde Jesus nur in einem Bereich seines irdischen Lebens mich verstehen, was hilft mir dieser Jesus? Denn der Erlöser, Jesus Christus, hat das Leben der ganzen Welt in sich. Also mal so anders gesagt, er versteht jede Krampfader von mir, jeden kleinsten Kopfschmerz, jeden zermürbenden Gedanken, meine Esssucht, weil in ihm hat das alles Bestand. Wasser besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Wenn ich den Sauerstoff vom Wasserstoff trenne, habe ich Gas. Wasserstoff ist zwar nicht giftig, aber kein Wasser. Sauerstoff genauso. Ich verdurste aber, wenn ich kein Wasser habe. Und nur Wasserstoff oder nur Sauerstoff. Ein wenig Mitgefühl von Jesus reicht nicht. Dies ist kein Leben. Ein wenig Wasserstoff oder ein wenig Sauerstoff ist kein Wasser. Wahrlich, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er nahm unseren Tod auf sich, unsere Angst trug er hinweg. Die Juden dachten, es wäre eine Gottesstrafe wegen seiner eigenen Sünde. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet. Er trug unsere Angst, unseren Tod und um unsere Sünde willen wurde er zerschlagen. Unsere Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist für viele sonderbar, oder?